Hallo meine Freunde und Klabauter, Mann, was war denn da los? Ich habe völlig vergessen, irgendwie hier die ganze Zeit Hearthstone wieder zu machen. Es würde mich auch der Blitz treffen, wenn ich das wirklich mit Absicht gemacht hätte. Aber Leute, es tut mir wirklich, ohne hier wirklich viel zu reden, will ich euch das neue Kartenchaos zeigen, denn das ist doch das Wichtigste in diesen Zeiten, wo das Kartenchaos überhaupt vorhanden ist. Also jeden Tag außer montags und dienstags, ja, so. Und bis Mittwoch, 17 Uhr. Okay. Und hier sieht's sehr, sehr einladend aus mit einer Spinne. Nee, was? Alter, Spinne. Habe ich gerade Spinne gesagt? Ich meine natürlich eine Schlange. Oder nee, das sieht auch so aus wie eine Spinne. Ja, egal. Zwei Tode müsst ihr sterben. Der Tod ist nicht mehr. Ah, nicht mehr das Ende. Denn was? Denn Diener mit Todesröcheln tun ihren letzten Atemzug jetzt zweimal. Ah. Oh, bitte sag, ich habe gute Arthrose-Röcheln. Ah, da werden die Leute von Nasramas aber richtig viel Scheiß haben. Alter, das wird unfair. Das wird unfair. Ich weiß nicht. Aber ich glaube eher das Todesröcheln, was für den ollen Guldan ist. Aber mal sehen. Mal sehen. Brauchen jetzt Todesröcheln, ja? Ich versuche mal jetzt viele Todesröcheln-Minions reinzukacken. Okay, bis jetzt habe ich immer noch gar kein Todesröcheln. Alter. Okay, das wird nicht so schön sein für mich. Die anderen haben wenigstens alle Todesröcheln. Guck mal, ich habe keinen einzigen. Aber ich könnte mal so ein Dämonendeck machen. Wäre das nicht cool? Okay. Alter, was war das gerade? Dark Bomb, das hier mache ich, das hier mache ich, das da, das da, das hier mache ich, das hier mache ich. Da machen wir das da, das da, das da, das da, das da, das da. Und das da auf jeden Fall zweimal, das einmal, das, ne, das da so rein, das raus. So, jetzt machen wir mal ein paar von den ollen guten. Ah, ne, warte mal, was kommt denn? Ah, hier. Das ist halt ein rotes Röcheln, das ist schön. Okay, was machen wir denn noch Schönes? Oh, nein. Todesröcheln. Das da vielleicht noch. Aber ich jetzt brauche keine Todesröcheln mehr. Was ist denn da los? Komisch. Okay, ich habe irgendwie überall keine Todesröcheln. Aber wo sind denn die ganzen hier? Das ist ja nicht zu fassen hier, Alter. Das ist ja hier übelst im Knast, Alter. Nee, mal im Ernst jetzt. Wir haben wirklich keine Todesröcheln hier. Sehr wenig. Ah, hier. Der ist wichtig. Alter. Okay, das war's dann auch mit den ganzen Todesröcheln, Geschichten aus, aus. Nee, oder? Ich auch nicht. Alter, was ist denn da los? Hä? Why? Ja. Schöne Kacke. Schöne Pastekacke. Ah, das ist doch. Hä? Das mache ich auch einmal rein, weil es einfach cool ist. Habe ich überhaupt irgendwas mit Todesröcheln, was hier noch Aggro-Reiter reinkommt? Ach komm, Leute, ich weiß, das Deck ist nicht das optimale Deck für dieses Kartenchaos, aber lasst es uns wenigstens versuchen. Lasst es uns wenigstens versuchen. Alter, gleich kommt eine Minecraft-Folge und dann kommt vielleicht eine Outlast-Folge. Eine Outlast-Folge. Ich weiß nicht, ob man mich. Outlast-Folge. So, ich müsste mir irgendwann ein neues Mikro besorgen, aber das kommt noch. Ich bin weiter rum erkältet, also bitte nicht wütend sein, wenn ich hier ein bisschen schlechter klinge als eigentlich. Eigentlich wirklich ein bisschen energievoll, aber ich bin heute ein bisschen leise und schone meine Stimme ein bisschen. Jena wird mir gehören. So, aha. Dann würde ich mal sagen, warte mal, fügt einem zufälligen Feind 4 Schaden zu, wenn es diese Karte ausspielt oder abwirft. Wenn ihr diese Karte auf. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja. Die Dark Bomb können wir da lassen. Aber das Splitterstein-Trog ist gar nicht mal so schlecht. Okay. Okay. Wir können damit leben. Ich bin nicht wütend. Wir können damit leben. Also es ist noch kein Problem. Mal sehen. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Junger Padawan. Er bewegt seine Karten, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Okay. Er will bestimmt Board Control oder so etwas in der Richtung. Aber ich weiß nicht, was er tut.
Ich hab mir einfach das Rock jetzt mal. Guck nicht, du. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich schlau war. Ich hätte das lieber für den bemannter Schreder beibehalten. Okay, so. Jetzt reintraden und. Okay, Board hat sich gelegt. Board hat sich gelegt. Und ich wurde gerade bei Clash of Clans angegriffen. Schön. Schöne Paste mit Paste. Okay, Paste mit Paste ist gesund. Eben, ich will aber das Beschwörungsportal aktivieren, besser gesagt hinlegen, weil dann habe ich hier diese. Oh nein. Bitte nicht. Ich will dir keine Quest geben. Oh yeah. Voll in die Fresse, Beatrice. Quest fehlgeschlagen. Da bin ich der gleichen Meinung, mein Freund. Oh yeah. Komm jetzt einfach. Setz was auf mir irgendwie. Das ist alles wegen dem, der braucht immer so lang. Also, okay, das ist nicht wirklich sehr, sehr schlimm. Also, wie soll ich das jetzt sagen? Das ist jetzt kein Dämon, oder? Nein, okay, Alter, dafür kosten die ganzen Minions jetzt hier gar nichts mehr. Das ist hier. Du weißt doch ganz genau, für mich gibt's nicht in Lau, aber billiger. Für mich gibt's nichts Lau. Bei mir gibt's nichts Lau, aber billiger. So. So ist es. Aber billiger. Und wir sehen hier, ich bin zu dumm, um auf fertig zu drücken. Aber ich habe es gezeckt. Aber ich habe es gezeckt. Okay, was hat er denn als Gegensatz? Okay. Okay, aber das ist für mich doch eigentlich gar kein Problem, oder? Okay, er will den auf jeden Fall weg. Er will ihn weghaben. Er tradet auch so viel Dreck rein, dass man eigentlich hier sich denkt, was ist da falsch gelaufen. Aber dafür kann ich jetzt das hier zweimal setzen und da hat sich's doch wirklich gelohnt, oder? Und der kostet wie viel? Ja, okay. Und das setzen wir auch. Und jetzt noch ein dritter Schredder und dann wäre es schön. Oh, sogar noch ein Sport. Ja, seht ihr, Leute, das war Pro Gaming und ja, jetzt. Tschüss. Nee. Das war doch ganz schön. Also, ich würde mal sagen, das war richtig, weil. Also, ich gehe mal davon aus, dass es richtig war, weil man hat ja jetzt eigentlich auch nichts mehr davon gehabt. Und der da hat er da eins gekostet, habe ich gedacht, komm, ich nutze die Chance und dann. Okay, er zieht Karten. Also er hat keine direkte Auswahl zu kombinieren und kombinieren. Oh. Aber was macht er jetzt? Tradet er in meinem Sporty-Sport. Warte mal ganz kurz, ich mache ganz kurz. So Leute, sorry für die kleine Unterbrechung. Es kam was dazwischen. Und ich glaube, der Typ da hat irgendwas mit dem Einfrieren. Ich weiß nicht, aber er hat jetzt beide Frostnovas hier verbraucht. Ist mir nicht bewusst warum, aber okay, jetzt kommt eine kleine Buffung. Plus der Krodo, der wird jetzt aber auch. Alter, Kombi. Alter, Halter, Verwalter. Alter, Walter mit dem Walter und mit dem Tierbegleitschutzhalter. Ja. Was macht er jetzt kaputt? Also, das ist jetzt wirklich schön. Also, das sieht jetzt zumindest sehr schön aus. Kombi ist Kombi. Alter, was für Kombi ich jetzt machen könnte. Alter, Leute. Ich weiß jetzt, was ich noch. Ich weiß jetzt, was ich noch. Alter, ihr wisst nicht, was ich machen will, oder? Ich kann nur sagen, das da zwischen die zwei, dann werden die kaputt gehen. Wegen dem Kartenkraus werden sie erwachen. Und das, was eigentlich daraus kommen würde. Ich will jetzt. Ich muss jetzt. Oh, Entschuldigung. Ich muss jetzt eigentlich nur das Board clearen. Und er geht Face, oder? Ja, er geht Phase. Er geht Phase. Aha. Er geht Phase. Okay, dann würde ich mal sagen. Oh, ist das. Hammer, wenn ich das jetzt so schaffe. Würde ich mal sagen, machen wir das so. Und ich muss hier jedes Board clearen. Also besser gesagt, ich muss auch meins clearen. Darum mache ich das so. Und jetzt wird Folgendes passieren. So. Ihr könnt sehen. Ihr könnt hier sehen, ich greife hier an, ja, es ist ganz normal. So, jetzt setze ich einfach mal das in die Mitte. Die zwei gehen kaputt. Er bekommt die Werte. 1, 2. Und 6, 13 plus das da, plus das da, plus das, was. Und plus das nochmal. Und ja, so, ich würde mal sagen, dann machen wir das. Und es ist richtig schön gerade. Alter, es fühlt sich aber auch so schön an. Das Ziel.
Stampede. So, wir haben 16-8er auf dem Feld. Also ich würde mal sagen, wir haben das Ding gewonnen. Komm, wir haben das Ding gewonnen. Das ist auf jeden Fall gewonnen. Ja, das bringt ihn jetzt auch nichts, Leute. Das bringt ihn wirklich gar nichts. Er kann das Spiel jetzt weiterhin verzögern und so alles drum und dran, aber wirklich was bringen tut ihm das nicht. Ja, immer noch nicht. Immer noch nicht. Fände ich ein zufälligen. Soll ich das Risiko eingehen? Nein, mach ich nicht. Oder? Ah, Inspiration, okay, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Warte mal. Ah, Blutsauger. Blut, 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 Blutsauger. Alter, was ist denn? So, er geht doch. Geht doch. Hoffentlich ist die Aufnahme nicht kaputt gegangen, weil da gab es irgendwas mit den Tabs und so. Ich hab ihn ja nicht auf. Alter, das Ding hat ja Windzorn. Das habe ich ja völlig vergessen. Das ist ja wirklich schön. Ui, 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 ui. Das war dann auch die Tui. Geil! Geht doch! Geht doch, geht doch, geht doch! Hammernies! Alter. Komm, was hast du denn noch zu bieten, junger Mann? Okay, ein Feuerball und die Passive. Jetzt hast du den 16er schon mal weg. Schön, Erfolg! Aber natürlich hast du auch gut gespielt. Ja, das weiß ich doch, das weiß ich doch. Das musst du doch nicht wirklich aus. Ach komm, explodieren musst du jetzt, musstest du jetzt auch nicht, aber komm. Wie scheint, kommst du aus gutem Hause. Wir haben eine Packung bekommen! Das ist jetzt wirklich sehr, sehr unerwartet davon. Davor muss ich ja 50.000 Mal spielen und dann habe ich einmal gewonnen und ja. Aber diesmal hat's geklappt, Alter. Und natürlich bekommen wir jetzt auch was Gutes, oder? Mal sehen, was das heutige Schicksal uns beschert. Eine epische Karte, eine Ep. Oh, zwei epische Karten. Oh, zwei epische Karten. Ich ging rein und da waren zwei epische Karten. Sie ging raus und machten sich im Garten einen kleinen Picknick. Gedanken spiele Südmeerkapitän. Das ist der Fritz aus der Nachbarschaft und das ist der Uta. Der Uta oder der Gunther. So. Okay, zwei epische mehr. Das ist doch alles gut und schön. Mal gucken, was wir hier haben. Zum Endzauber haben wir auch sogar was. 70. Oh. Ja, es gibt schon etwas, was man hier machen könnte. Warte mal ganz kurz, muss ich ja ganz kurz gucken, was es hier so gibt. Okay. Das ist cool. Es ist auf den neuesten Stand. Es ist fresh. Fresh oder so. Ich würde mal sagen, dann haben wir noch ein Battle. Ich weiß gar nicht, wie lange die Aufnahme ist. Ich glaube, das ist schon etwas länger. Ich weiß es aber nicht. Ich bin einfach irgendwie verwirrt, Leute. Ich bin ja auch etwas krank und ich kann kaum noch reden und ich muss noch ein paar Folgen heute machen. Und ja, hoffentlich könnt ihr das verstehen. Und trotzdem würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr doch gerne einen Daumen hoch geben oder sogar abonnieren. Es kostet nichts und dann könnt ihr keine weiteren Folgen von mir und von Philippe verpassen. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Und bedanke mich dafür und sage bis zum nächsten Mal, meine Kompadres, wenn es wieder heißt Let's Play Hearthstone. Ciao, haut rein.